Das weiße Band im Apfelbaum. Einmal saß ich bei einer Bahnfahrt neben einem jungen Mann, dem sichtlich etwas Schweres auf dem Herzen lastete. Schließlich rückte er dann auch damit raus, dass er ein entlassener Sträfling und jetzt auf der Fahrt nach Hause sei. Seine Verurteilung hatte Schande über seine Familie gebracht. Sie hatte ihn nie im Gefängnis besucht und auch nur ganz selten geschrieben. Er hoffe aber trotzdem, dass sie ihm verziehen hatten. Um es ihnen aber leichter zu machen, hatte er ihnen in einem Brief vorgeschlagen, sie sollten ihm ein Zeichen geben, an dem er, wenn der Zug an der kleinen Farm vor der Stadt vorbeifuhr, sofort erkennen konnte, wie sie zu ihm stünden. Hatten die Seinen ihm verziehen, so sollten sie im Apfelbaum an der Strecke ein weißes Band anbringen. Wenn sie ihn aber nicht wieder daheim haben wollten, sollen sie gar nichts tun. Dann würde er im Zug bleiben und weiterfahren. Weit weg. Gott weiß wohin. Als der Zug sich seiner Vaterstadt näherte, wurde seine Spannung so groß, dass er es nicht über sich brachte, aus dem Fenster zu schauen. Ein anderer Fahrgast tauschte den Platz mit ihm und versprach, auf den Apfelbaum zu achten. Gleich darauf legte er den jungen Sträfling die Hand auf den Arm. Da ist er, flüstert er und Tränen standen ihm plötzlich in den Augen. Alles in Ordnung, der ganze Baum ist voller weißer Bänder. In diesem Augenblick schwand alle Bitternis, die ein Leben vergiftet hatten. Mir war, sagte der Mann später, als hätte ich ein Wunder erlebt. Und vielleicht war es auch eins.